und herzlich willkommen, ich bin Gustav und ich habe Don't Scream gespielt. In dem Spiel geht es darum, dass man eigentlich gar keinen Mucks macht, nicht nur Don't Scream. Am besten sollte man komplett den Mund halten und das kann ich nicht. 18 Minuten lang soll man überleben und die Gegend erkunden. Dabei stellt man sein Mikrofon so ein, dass es jeden Mucks hört. Ich weiß nicht, es kann sein, dass ich Noise gehe. Wir haben extra keine Musik reingetan, damit er die Atmosphäre genauso spürt, wie sie war. Das Spiel war nämlich sehr, sehr anstrengend. Unangenehm die ganze Zeit. Und am Ende des Tages haben wir sehr oft verloren wegen sehr banalen Sachen. Aber das werdet ihr sehen. Meine Damen und Herren, wir spielen jetzt Don't Scream. In dem Spiel wird dein Mikrofon erkannt und ich muss leise sein. Ich muss also flüstern. Psst. Und wenn ich irgendwie aufschreie, dann passiert irgendwas. Aber mehr weiß ich nicht. Ein Unreal Engine 5 Horror Experience. Eigentlich weiß ich gar nicht, was uns erwartet. For the best experience, the lights turned off. Ensure volume is turned up to the maximum. Wear headphones to block out of sight noise. Before playing Don't Scream, please play the game the way we intended. This means setting up your microphone correctly. Here's how to do that. The fuck is... Also... also das bin ich, wie normal rede. Und das wäre, wie ich flüster. Und boah. Oh mein Gott. Okay, dann müssen wir weiter runter. Ich rede jetzt relativ leise, aber es ist gerade so noch leise genug. Okay, also ich glaube, so ist gut, oder? Don't Scream. Das ist aufgebaut wie so ein... wie mit so einem Video. Und soweit ich das verstehe, sollen wir einfach... ja, rumlaufen. Ich weiß nicht, es kann sein, dass ich Noise gehe. Ich weiß, ich glaube das... What the fuck? Also doch, ich verstehe gerade natürlich. Nice. Guck mal, da vorne ist etwas. Ah, oh, fuck. Ich habe einfach nur ausgeatmet, Mann. Bobo, danke für die 5 Gifted. Warum? Der Timer geht nur weiter, wenn ich gehe. Also man muss sich bewegen. Offensichtlich ein Flugzeugabsturz. Da hängt jemand. Ich verstehe nicht, was ich machen soll. Es gibt keine Interaktion. Ich laufe einfach nur. Jesus fucking Christ. Ich kann nicht schreien, wenn mich so ein Scheißding kommt. Das ist nicht möglich für mich. Also ich kann nicht reagieren. Wenn ich das richtig verstehe, kann mir nichts etwas anhaben, wenn ich nicht schreie. Also quasi die Frau, die jetzt mich angelaufen hat. Die würde mir nichts tun, wenn ich nicht schreien würde. Hier ist ja wirklich ein Friedhof. Ich hab nicht gesehen, dass das irgendwie reagiert. Nice try, nice try. Oh, fuck you. Oh, come on.
18 Minuten, Chat. Ja, wir haben richtig was geschafft. Also mein Ziel ist es, ich sag mal, unter 10 Minuten zu kommen. Okay. Das Problem ist, wenn ich erschrecke, dann fliege ich zurück und mach so. Wo gehe ich gerade hin? Also mach dann einfach laute Geräusche mit auf dem Boden oder mit den Händen irgendwo gegen knallen. Ich habe Angst, dass mein Schlucken zu laut ist. Fischers Fritz, frische Fische. Oder so. Das bisschen, ja. Mach dein Licht an. Oh mein Gott. Ich weiß nicht mehr, wo ich hingehe. Unter 10 Minuten kommt es mein Ziel. Fuck! Mann, Apophis! Aber ich verstehe einfach nicht, wofür wir das machen. Was habe ich davon, hier zu sein? Ich habe sehr viel Gänsehaut gehabt. Dich. Hallo. Bro, wofür gehe ich denn in das Haus rein? Ich verstehe nicht, was das macht. Ich kann das schaffen. Oh, jetzt ein Bierchen, Jen. Ich gehe gleich zum Handballspiel, aber ich fahre da mit dem Auto. Also kein Bier von mir. Aber vielleicht so eine leckere Wurst mit Toast.
Ich war so gut dabei. Eine noch, komm. Ich weiß nicht genau, was wir erreichen wollen oder so, weißt du? Also ja, und auf 0 Sekunden kommen und so. Aber irgendwie, ich laufe halt nur rum. Das ist irgendwie weird. Man weiß nicht genau, was jetzt gerade Phase ist. Ich fühle die Grafik. Die ist sehr, ja, halt real. Hier ist kein Blut, keine unfassbare Reflexion oder so, sondern einfach nur wie in echt. Also das hier ist okay. Taschenlampe draußen ist, dann ist es richtig geil. Ich habe also gar keine Lust, das nochmal machen zu müssen. Deswegen machen wir wirklich, das ist der letzte Versuch, egal was passiert.
Das Spiel reagiert auf Lautstärke von meinem Mikrofon. Also nicht nur auf meine Stimme. Und wir sterben sofort, wenn ich zu laut bin. Das bedeutet auch, wenn ich meine Maus kurz anhebe und absetze, dann ist es zu laut. Das hatten wir jetzt schon 3, 4 Mal. Ich hab so Gänsehaut. Die Grafik ist echt geil. Ich fühle das. Es ist unfassbar, wie langsam die Zeit vergeht. Ich hab's drauf. Ich kann das schaffen. Lautstellen. Aber leise wie auch immer, die Zeit geht nicht vorbei. What the fuck?
Zeit geht langsamer vorbei als in echt. Es ist unfassbar, wie lange eine Minute dauert. Klackern von meinem Stuhl und es ist vorbei. Mir fällt schwer die Knappe. Oh, ihr geht jetzt erst richtig los. Boah, Junge. Ja, das war... Da waren... Also in diesem Run, den wir jetzt geschafft haben, waren, weiß ich nicht, 10 knappe Dinger. Also da waren immer wieder, wo ich so richtig... Ich habe zusammengezuckt und auch... Ich habe manchmal auch eingeatmet. Und das ist ja echt gefährlich, wenn du so... Was? Aber, boah. Das war schon echt hart. Bin ich ehrlich. Das war cool. Das hat Spaß gemacht. Und ja, man hat gemerkt, dass Unreal Engine 5 ist, weil es so gut aussah. Nachts um 3 wäre das Spiel bestimmt lustig. Ich fand's auch jetzt schon ziemlich lustig. Ich bin halt einfach ein schreckhafter Kerl. Das haben wir jetzt alle mittlerweile gemerkt. Ihr habt mich richtig oft bekommen. Ich glaube, ich bin öfter an euch gescheitert als am Spiel. Die Clips haben wir im Discord. Oh, lol.